Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays, euer Swordy mit der 7. Ausgabe von Assetto Corsa Cars & Tricks, hätte ich jetzt gesagt. Stimmt natürlich nicht, das Spiel ist falsch, die Reihe ist falsch, wir sind natürlich in R3E mit unserem Audi 90 Imsa GTO und heute geht es mal auf den Race Room Raceway, denn die Strecke hat ihre Tücken. Und dementsprechend dürfte sie dem Auto richtig gut liegen und wir dürften einiges an Spaß haben, dieses Auto hier irgendwie über die Strecke buxieren zu wollen. Zumindest in dieser Kurve wird es interessant. Auch die hier unten wird nicht minder interessant. Ja, massives Untersteuern. Da muss man das Auto also vorher mal ein bisschen anstellen. Schon der erste Crash in der Wand. Und der nächste, jawoll, fängt er richtig gut an. Wir fahren die Grand Prix-Variante, also das komplizierteste Layout. Das gäbe eine ungültige Runde, wenn ich es nachher machen würde in der schnellen oder in einer gezeiteten Runde. Es ist sowieso schon extrem schwer, auf dieser Strecke überhaupt mal eine gezeitete Runde zusammenzubringen. Also für mich zumindest, ich rutsche hier relativ oft mit egal welchem Auto raus. Das jetzt mit dem R3E, ach Gott, mein Hirn ist heute nicht da, wo es hingehört. Das jetzt mit dem Audi 90 versuchen zu wollen, grenzt schon an Überheblichkeit, Selbstüberschätzung, Wahnsinn, Irrsinn, irgend so ein Sinn halt. Der siebte Sinn, ach nee. Und schon die erste ungültige Runde. Einfach total verbremst. Es gibt übrigens momentan nichts Neues in Sachen R3E, also keine Angst, ihr verpasst nichts. Die sind wahrscheinlich immer noch in der Sommerpause. Ah. Das kann lustig werden. Und in die Wand. Statt in your face gibt es also heute in the wall. Danke. Ne, das war aber ein bisschen zu weit, Kollege. Das war zu weit. Drehung hätte früher enden müssen. Ich krieg das Auto nicht mal mehr gerade gestellt. Also anscheinend hat man doch was an den erweiterten Auslaufzonen gemacht, was das Gripniveau angeht, denn hier, zumindest auf dem Race Room Raceway, boom, du verlierst gerade deine Front, dein Frontspoiler, kann das sein? Nicht Frontspoiler, vordere Stoßstange. Ja, irgendwie sowas. Schürze. Schürze ist das Wort. Danke. Ja. Die erweiterten Auslaufzonen, zumindest die gerade, hatte extrem wenig. Eigentlich gar keinen. Also, vorne so weich wie möglich, hinten vielleicht noch ein bisschen härter, na gucken wir mal, was da geht in dem schmucken Teil. Thank you.
Das war nicht so gut. Ich glaube, hier kriegt jetzt jemand seine Sonderfolge Drifting im Audi 90 Quattro Insa GTO. Weil auf der Strecke, die ist aber so hügelig, du hast so viele Kuppen, über die du kommst. Das wird der einzige Driftshow heute. Und irgendwie habe ich es immer noch nicht gelernt, dass man eine Strecke vielleicht erstmal langsam durchfahren sollte, bevor man richtig Gas gibt. Und sich von unten ans Limit rantasten sollte und nicht von oben, wie ich das immer mache. Also normalerweise macht man das so, man fährt sich gemütlich, langsam, gechillt ein, um die Strecke kennenzulernen, um sich auf das Auto einzustellen, um die Gegebenheiten auszuarbeiten und arbeitet sich dann immer weiter ans Limit ran, um herauszufinden, wie schnell man dann so gehen kann. Beim Swordy läuft das so, volles Rohr, oh, über dem Limit, okay, müssen wir das nächste Mal ein bisschen langsamer angehen. Nahezu volles Rohr, oh, immer noch über dem Limit, müssen wir also noch ein bisschen langsamer angehen. Und zwischendurch hast du halt ungefähr 100 ungültige Runden und nein. Also in der Realität läuft es andersrum, nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben ans Limit ran. Das hier war zum Beispiel auch wieder von oben nach unten, weil einfach zu viel Schmackes zu spät gebremst. Na, das ging aber heute schon mal besser in der Kurve. Ist ja nur eine KI mit Zeit. Das lässt doch tief blicken. Das Auto sollte jetzt auch ganz grob so abgestimmt sein, dass ich eine stabile Nase und ein sehr leichtes Heck habe. Also das Auto müsste jetzt driftfreudig sein wie nix. Wieder so eine blöde Kuppel, über die man kümmt. Deutlich früher anbremsen. Das geht nicht in die Wand. Glück gehabt. Doch, geht. Es sieht gut aus, ist aber extrem langsam. Ich gebe euch mal eben ein paar Geschwindigkeiten durch. 220, 40, 50 und den sechsten Gang könnte man eigentlich ausbauen. Ich werde jetzt zumindest mal die Übersetzung ändern. Denn da können wir deutlich kürzer übersetzen. Wir müssen sowieso noch früher bremsen auf der Geraden, entsprechend brauchen wir also weniger Topspeed. 180, fünfte Gang, das sieht schon besser aus. Also die 240 hatten wir gerade noch im fünften gefahren, den sechsten hatten wir gar nicht gebraucht, den fünften haben wir nicht ausgedreht. Jetzt sind wir gerade im dritten, 150, vierte, 180. Ich denke, das ist für die Strecke deutlich besser. Gerade noch der dritte drin. Jetzt der vierte. Erinnert mich so ein bisschen an den Pikes Peak Peugeot 208 von Sebastian Loeb. Ich habe da letztens das Video gesehen, wie das Ding über den Goodwood Hill Climb gerollt ist. Und das Ding ist ja auch so dermaßen kurz übersetzt, weil du auf dem Pikes Peak ja keinerlei Topspeed brauchst. Du brauchst ja einfach nur Beschleunigung. Der haut die Gänge da durch. Das ist nicht mehr feierlich. Topspeed dafür keiner vorhanden, aber Affen geile Beschleunigung. Hier nur noch viel zu weit raus.
Also wir fahren jetzt mal eine saubere Runde. Das heißt, sachte, sanft, vorsichtig. Tragen das Auto quasi um die Strecke. Und danach können wir wieder Blödsinn machen. Das ist jetzt übrigens sechste Gang. Vollgas, 220. Und wieder eine ungültige Runde. Ich hätte im Drehzahlbegrenzer dann einfach schon mal anfangen sollen zu bremsen. Die Bremse mal ein bisschen vor. Das mit der sauberen Runde hat sich sowieso geklärt, ne? Also nicht wundern, dass ich jetzt wieder Blödsinn mache. Eine dieser kritischen Stellen, wenn man so dermaßen weit rauskommt, die ebenso, man kommt mit Schwung über die Kuppe und dann fällt plötzlich die Straße ab. Die Straße ist quasi komplett weg. Ja, also die Strecke hat es in sich, macht Laune, auch wenn ich hier schon lange nicht mehr unterwegs war. Das letzte Mal mit dem, ich weiß gar nicht, war es zuletzt der DMD P20 oder habe ich danach nochmal die Brückenvariante vorgestellt? Ich glaube, zuletzt war es dieser Le Mans-Prototyp aus dem Hause Simbin, das Fantasieprodukt. 150, dritte, jetzt vierte Gang 180, fünfte 210, sechste 240 mm. So, aber das passt. Den sechsten im Limiter bewegen und dann bremsen. Ich fahre jetzt wirklich mal ganz vorsichtig in den Kurs, von unten ans Limit ran, keine gewagten Manöver, langsam rantasten. Sieht zwar unspektakulär aus, aber dafür ist die Runde momentan noch gültig. Nicht zu weit raus, noch gültig. Ja, das kommt davon, wenn man es übertreibt, Kollege. Schneckentempo. Das Interessante an dem Auto ist, es am Limit zu bewegen, am Limit schnell zu bewegen. Da kommt dann richtig Freude auf. Ey, du Arschloch! Bis dahin war die Runde gut. Und sogar noch sauber, du Wichser. Mensch. Und ja, ich weiß, man kann die KI auch ausstellen. Ja, dann ist die Strecke so leer und leblos. Trotzdem war die Runde bis dahin relativ gut. Die wäre noch schneller geworden.
Ja, siehst du, hast dich selber wieder rausgekriegelt, hä? So. Macht man nicht. Egal. Wir versuchen es noch einmal. Tür hochgeschaltet, eindeutig. Mein Heckflügel ist auch schon ein bisschen vidiert. Ah, ich habe gerade den siebten Gang gesucht. In dem Auto wird schwierig sein, den zu finden. Zu langsam hier durch. Nein, ungültige Runde. Ist auch klar, das Auto kam quer. Ja, fast gut. Schauen wir momentan nebenbei immer mal wieder auch noch Videos von anderen Let's Playern an. Klar, man muss sich ja nicht auf sein eigenes Produkt so versteifen, sondern man kann ja auch mal bei anderen vorbeischauen. Einer, der es mir momentan angetan hat, ist Failrace. Ich glaube, ein Brite, so wie er sich anhört. Und der ist irgendwie, also der macht Videos zum Beispiel zu Forza 5 und Pipapo. Der ist eigentlich immer mit Spaß an der Freude dabei. Der lacht eigentlich das ganze Video hindurch. Da frage ich mich, wieso klingt das bei mir nicht so? Ja, gut, er spielt eigentlich alles mit Controller, besonders auch Forza, klar. Und da ist es natürlich mit der physischen Belastung ein bisschen anders, nämlich eigentlich so gut wie nicht vorhanden. Und dementsprechend kann man halt auch zwischendurch die ganze Zeit lachen. Wenn man hier so am Lenkrad rumradelt, versucht sich nebenbei auf die Strecke zu konzentrieren, wird es halt schwierig, dann noch ein paar blöde Leinen zu reißen. Laune macht es auf jeden Fall, man hört es mir halt nur manchmal leider nicht so an, weil die Konzentration eben doch da ist, zumal, ja, vor so einem Controller, Simulation, ich weiß ja nicht, allein schon mit dem Controller und Simulation in einem, egal ob es jetzt Forza oder Gran Turismo ist, ach, nein, zu weit raus, doch nicht. Jetzt aber zu weit raus. Doch nicht. Glück gehabt, Glück gehabt. Ich glaube, den ersten Platz werde ich mir nicht erobern können, aber eine relativ solide Teamleistung ist hier noch drin. Ja. Okay, überbremst. Au, ja, das zeige ich euch jetzt besser. Ups, falsche Taste. Besser auch mal nicht. Sondern machen wir das Ganze jetzt frisch aus der Boxengasse raus. Ich werde gleich nochmal versuchen, die KI zu schlagen. Aber jetzt machen wir erstmal ein bisschen Blödsinn.
Habe ich schon mal gesagt, dass ich aus dieser Kamera nicht so wirklich fahren kann? Schade. Der Winkel hat nicht gestimmt. Eigentlich hätte man... So Ken... jetzt ist das Auto schon wieder hin. Ken Block-mäßig einmal die komplette Kurve hier an einem Stück runterdriften können. Müssen, dürfen, sollen, wollen. Ich krieg das natürlich nicht hin, aber das Auto ist hier wirklich sehr leicht auf dem Weg. Also, das ist schon cool. Sieht total zerbaut aus. Ich mache mal was. So. Aua. Meine Güte, ich kann's nicht. Ich werd's auch nie wieder lernen. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich hier nicht noch irgendwo... Ich geb doch hier Kamera... Nein, nein. Nö. Schwingmen. Aber nur vor und zurück. Ich möchte die gerne... Kamera, Kamera, Kamera. Tilt, nein. Zoom, in, out. Nein, auch nicht. Free Flight Kamera, nee. Lock Kamera Position. Versuchen wir es mal damit. Ob das was bringt? Weiß es nicht. Oh, super. Das bringt gar nichts. Das ist im Prinzip wie die. Ja, okay. Also, haben wir noch eine andere Möglichkeit? No. Control. Toggle, 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 toggle. Nein. Chat, nein, Kamera, nein, 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 hoch, runter nicht, links, rechts auch nicht, nur vor und zurück. Ich könnte ja mal... Ja, aber die Kamera-Movement im Cockpit ist eh null. Das finde ich doof, dass man hier nicht sagen kann, bleib statisch hinterm Auto. Das wäre nämlich stellenweise deutlich angenehmer. Und wo bleibt mein siebter Gang? Leicht über die Bremse anstellen. Ne, zu wenig. Und Einschlag. Rrrk. Immerhin, wir sehen mal sowas wie ein Schadensmodell. Und zeitlicher Einschlag.
Der Ansatz war gut, nur der Speed viel zu hoch, glaube ich. Was war das? Na? Du sollst dich nicht weiter eindrehen, du sollst wunderbar in dem gleichen Driftwinkel in die nächste Kurve fahren. Oder driften. Oh. Sporty und driften, das passt einfach nicht per Definition. Kaltverformung hoch 3. Ja, dass die Runde ungültig wird, das ist schon klar. Ja, nein! Wieder das Ziel hinausgeschossen. Aber nicht angeschlagen diesmal. Ich glaube, der Kurvenspeed ist einfach zu hoch. So ein richtiger Driftmeister, der rast ja auch nicht mit Tempo 500 über die langgezogene Rechtskurve, sondern die Driftgeschwindigkeiten sind eher etwas geringer, dafür die Driftwinkel größer. Fast gut. War eben auch nur fast. Das Problem ist auch ein bisschen, dass wir hier den Frontantrieb haben, der, wenn ich dann erst bei richtig Gas wieder arbeiten möchte. Und dabei dann das Auto versucht gerade zu ziehen, mit einem normalen Hecktrieber, könnte es vielleicht... Also, für eine richtige Driftfolge... Wieso sieht eigentlich mein Kofferraumdeckel jetzt schon wieder fast in Ordnung aus? Oh, das Auto hört sich übrigens gar nicht mehr gut an. Das hat jetzt also auch einen absolut mechanischen Schaden davon getragen. Für eine richtige Driftfolge müsste ich mir mal den... Ah, das war doch schon fast geschickt. Den BMW M3 E30 Gruppe A nehmen, weil der hat ein richtig leichtes Heck. Das ist ein reiner Hecktriebler und entsprechend denke ich, mit dem könnte man über diese Strecke wunderbar driften. Aber das machen wir dann mal in einem anderen Video. Wir fahren jetzt gleich mal in die Boxengasse, holen uns mal einen Satz neue Teile, Getriebe, Motor. Ihr hört ja, das Ding klingt alles andere als gut. Ja. Und dann versuchen wir nochmal der KI zu zeigen, was eine schnelle Runde ist. Und dann soll es das für heute auch wieder gewesen sein. Ja, also eine Driftfolge möchte ich schon gerne nochmal machen, aber wie gesagt, dann eher mit einem reinen Hecktriebler, der auch so leicht auf dem Heck ist. Das Auto hier wunderbar zum Driften geeignet eigentlich, aber das Problem ist halt dann manchmal doch der zusätzlich eingreifende Frontantrieb beim M3. Da denke ich, passt alles. Können wir dann richtig Spaß mit haben. Haben wir auch in Hockenheim schon gesehen, dass der sehr driftfreudig ist, der Kleine. Nicht einschlagen, ich möchte das Auto mal heile lassen. So viel zum Thema heile lassen. Rechts eingeschlagen, links eingeschlagen, links eingeschlagen, rechts eingeschlagen. So rum natürlich. Ich rede schon wieder zu viel.
Will mir das da oben eigentlich sagen, dass es bis auf 10 bar Ladedruck hochgeht? Wow. So, jetzt aber ernsthaft, schnelle Runde im Visier. So, hätte ich natürlich die Bremse nochmal umstellen müssen. Ich habe es gerade gemerkt, das Auto überbremst hinten extrem. Zielen üben, Sporty. Diese Kuppe ist absolut fies. Das Auto wird dermaßen leicht und dann fällt dahinter die Straße ab. Und das in einem 90 Grad Rechtsbogen, also. Thielke hätte sich sowas niemals ausgedacht. Na, wobei hat er ja fast bei Circuit of the Americas, nur da ist die Kurve deutlich langsam. Noch mehr als 90 Grad. Und ab dafür. Nicht zu weit raus, nicht zu weit raus. Falsche Richtung geschaltet, das war nix. Wäre eine gute Runde geworden, aber verschaltet und dann so irritiert vom Verschalten gewesen, dass ich die Kurve nicht mehr gekriegt habe. Statt vom 5. in den 4. ging es in den 6. Und wieder ein ordentlicher Einschlag. In der sequentiellen Schaltung würde es natürlich nicht passieren, aber wo bliebe denn da der Spaß? Das Auto wurde früher schließlich auch manuell, also per H, geschaltet. Vielleicht ein bisschen zu früh gebremst. Spät rausbeschleunigt. Ja, 1/4 liegen lassen. Gerade mit dem Hosenbein an der Pedalerie hängen geblieben, als ich auf die Bremse steigen wollte. Das ist natürlich bitter.
man nicht bremsen kann, weil das Hosenbein sie verklemmt. Meine Herren. Sehr unsauber, der zweite Sektor. Jo, 18 verloren anstatt 6 zu gewinnen. Mal gucken, was uns der letzte Sektor noch bringt. Eine ungültige Runde, na gut. Dann soll er mal. Und Einschlag. Schlecht angefahren. Geschaltet oder die Kupplung zu früh kommen lassen. Reingezogen. Zwischenzeit aber noch. Warum? War die jetzt schon wieder ungültig? Ich muss die Kurve auf jeden Fall deutlich früher anbremsen. Mit dem Hobel. Das wäre eine gute Runde geworden. Hätte, wäre, wenn das Spiel der Meinung gewesen wäre, dass die Runde gültig gewesen wäre. Schaltet wieder in den 6. statt in den 4. Viel Zeit verloren hier. Nein, ungültige Runde. Überbremst das Ding. Wieder verschaltet, wieder in den 6. statt in den 4. Ich möchte doch nur die KI schlagen. Kann das so schwer sein? Falsche Richtung. Mal mit Schmackes.
Nein, zu weit raus. Die Kurve sah aber eigentlich sehr vielversprechend aus. Jetzt habe ich sie aber verloren. Und tschüss. Jetzt muss es aber mal gelingen. Diese Runde wird's. Volle Konzentration. Und ja. Das hat sich noch mit der vollen Konzentration. Ach Mann! Nur weil diese eine bescheuerte Runde ungültig war. Obwohl ich definitiv in den Streckenbegrenzungen war. Mann. Irgendwie zerlege ich mein Auto gerade so ein bisschen Crash Derby mäßig. Und wieder im Anschlag. Ah. Der Versuch sieht schon überhaupt nicht gut aus, wenn ich bereits vor Start und Ziel das Auto wegwerfe. Der ist zu spät gebremst. Hoffentlich früh genug aufs Gas gegangen. Oh, nee. Zu viel im ersten Sektor verloren. Wahrscheinlich auch, weil ich einfach zu wenig Speed über die Start- und Zielgerade mitgenommen habe. Dunkel die Runde. Doch nicht, aber jetzt. Madre mia, ich miss das. Nicht schon wieder einschlagen. Okay. Einmal noch neue Reifen, einmal noch neuen Sprit rein. Es passt. Naja, wir lassen es so. Ist ja eigentlich alles in Ordnung. Trotzdem will das Auto nicht so, wie ich will.
aus. Zu spät auf die Bremse. Jetzt aber Geronimo. Tja, auch hier gilt, fährst du quer, siehst du mehr, aber querfahren ist eben nicht schnell. Man ist hier wirklich am schnellsten, wenn man sehr langsam rangeht und das Auto möglichst gerade hält. Und eine überlegene Bestzeit jetzt im letzten Run doch noch endlich geschafft. Nun, ich bedanke mich bei euch fürs Dabeisein. Hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Ich habe ja ein paar schöne Drifteinlagen. Aber so ein richtiger Kennblock wird aus mir einfach nicht. Ja, sollte es euch gefallen haben, dann bitte Däumchen nach oben, wie immer. Und bei einem der nächsten Videos wieder einschalten. Würde mich freuen, euch dann wieder begrüßen zu dürfen. Zum Beispiel morgen im Race 07 Todes Sandford-Rennen. DTM Experience geht dieses Mal auf dem Moscow Raceway. Ja. Das eine oder andere, was wir im Programm haben. Zum Beispiel wird auch Assetto Corsa diesen Freitag interessant. Naja, schaut einfach mal vorbei. Und ich verabschiede mich damit für heute. Wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Video. Euer Swoddy. Thank you.